Tagchen, ihr Lieben. So, heute muss das Mikrofon ein bisschen vor meinen Kopf. Irgendwie habe ich hier meine Splitter immer. Ich habe Hefekuchen gegessen. So. Es war turbulent, die letzten Videos. Willkommen zum ASMR. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen zu eurer ASMR-Botschaft. Das ist nur für die Menschen, die in Flüstern abschalten können, ja? Nicht hinterfragen. Ihr könnt euch ASMR durch Wikipedia durchlesen, was da alles an Sinn passiert. Und wenn ihr das Gefühl habt, es stört euch, dann schaltet einfach aus. Ihr müsst oftmals nicht alles verstehen, ja? Ihr Lieben, starten wir mit einer hoffentlich sehr schönen Botschaft für die Menschen, die endlich mal zur Ruhe kommen wollen, eine Weiterentwicklung vor sich haben. Und wir starten. Die Engelbotschaften sagen Folgendes. Die wollen heute nichts sagen, es tut mir leid. Doch, überschreite noch mehr deine Grenzen. Überschreite deine Grenzen. Vielleicht stehst du kurz bevor. Vielleicht traust du dich nicht, den nächsten Schritt zu machen, weil es dir in gewisser Art und Weise Angst machen könnte, was auf dich wartet, wenn du noch einen Schritt mehr gehst. Und damit du nicht nur einen Schritt machst, solltest du hier komplett deine Grenzen überschreiten. Ja? Das heißt, nicht großartig überlegen, sondern einfach machen, handeln, auch wenn du in einigen Prozessen dominiert Angst sehr stark, ja. Und nicht die Angst dazu kommen lassen, dass du dich hier hinderst, diesen Schritt zu machen oder den Prozess durchzugehen, sondern aktiv, schon fast mit dir selbst aggressiv hier Grenzen überschreiten. Natürlich bitte ich euch auch hier, verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier auch resoniert und euch hier nicht nur eine Schlafgeschichte anhört. Überschreite deine Grenzen. Wir nehmen, oh Cassie, der Hund, der macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig zum Kuscheln. Aber jedes Mal habe ich hier eine ganze Nasenhöhle voller Fell. Ihr Lieben, wir gucken mal. Ihr hört nichts, ne? Wir gucken mal, wo du deine Grenze überschreiten solltest. Danach, wo du hinkommst. Freiheit. Grenzen überschreiten, um deine Freiheit hier endlich zu bekommen oder wieder zu bekommen. Zu dir selbst, von Menschen weg. Arbeitswechsel, Umfeldswechsel, Ortswechsel, Seelenwechsel, dein Seelenputz. Wunderschön. Du musst die Grenzen überschreiten, um deine Freiheit hier wieder zu haben. Wir haben hier eine Meisterzeit 22. War das richtig? Ja. Ist die 2 im Tarot, die Hohepriesterin. Das ist wie so eine Andeutung. Trau dir mehr zu, mute dir mehr zu. Es ist egal, wie du von außen bewertet wirst, wie du zu sein haben sollst. Es geht hier um deine Linie, immer vorrangig, ja. Immer. Nur so wissen die Menschen, wer du bist, wie du tickst. Nicht verstellen. Keine Prozesse kopieren, keine Prozesse annehmen. Du musst für dich selbst herausfinden, wo möchtest du hin? Wann beginnt für dich Freiheit? Kann bei dir eine ganz andere Freiheit sein. Bei mir kann Freiheit was ganz anderes sein. Bei dem Nächsten kann Freiheit ein ganz anderer Bereich bedeuten, ja. Orientiert euch bitte nicht, scheiße, die Karte brennt an, orientiert euch bitte nicht an anderen Menschen, sondern bekommt wieder das Gefühl zurück zu dir oder zu euch selbst. Wo führt das Ganze hin? Du musst dir danach nie wieder, oh, Entschuldigung, gut, die Kralle war jetzt echt ein bisschen lang, du musst dir danach nie wieder Sorgen machen.
du hast den passenden Schlüssel für dich gefunden. Du weißt ab sofort, was Freiheit für dich bedeutet, auch in der Liebe, ja. Auch in der Liebe. Du bist nicht gefangen. Du bist nicht gezwungen, eine Liebe auszuleben, die für dich nicht in Frage kommt. Du bist nicht gezwungen, etwas auszuleben, was andere von dir erwarten. Nur wenn du selbst deinen Schlüssel für deine Freiheit hast, deine Person erkenntlich zeigst für andere, werden diese Menschen verstehen, wer du bist, werden dich so annehmen oder werden sich entfernen. Das hat beides Pro- und Kontraseiten, aber ehrlich durchdachte, getrennte Bereiche. Ja, du musst dir keine Angst haben, dass du etwas oder jemanden verlierst. Der Schlüssel für was? Ganz speziell der Schlüssel für was? Oh, oh Gott, ich habe so Nackenschmerzen heute. Für deine Offenheit, ja. Zeige dich der Gesellschaft, wer du bist. Zeige dir selbst, wer du bist. Sei wieder offen. Stehe dazu, was du leben möchtest, was du dir hart erarbeitet hast, in Schmerz wie in Glück. Lass dir Glück nicht zerstören und Schmerz leben. Andersrum ist die Formel besser. Schmerz musst du für dich zerstören und dein Glück daraus leben. Schmerzen zerstören hindern dich vielleicht eine ganze Weile an dein Glück oder an deinem Glück, dass du dich selbst teilhaben lässt an deinem Glück, ja. Aber hier ist so die Stelle, du musst für dich selbst offen sein und das auch anderen präsentieren und nicht so tun, als ob. Oder das könne man nicht machen oder das dürfte man nicht machen. Das gehört sich nicht. Wenn du damit fein bist, dann gehört sich das für dich, ja. Weil du dich offen zeigst, kann dir hier keiner einen Schuh draus wickeln und sagen, man hätte nicht gewusst, wie du funktionierst, wie du tickst, wer du bist. Nicht mehr introvertiert in gewissen Bereichen bleiben, sondern raus und deine Person zeigen. Deinen Wandel, deinen Wechsel oder dein wahres Ich, was du selten ausleben durftest oder ausgelebt hast. Sehr schön, gefällt mir richtig gut. Wollen wir mal mit ein paar Krafttiere reingehen? Vielleicht ist eins zufällig dabei. Du Kuh. Wunderschönes Tier. Wunderschönes Tier. Bewahrerin deiner inneren Stimme, die Kuh. Mit ihrer Hilfe verwandelst du die Stolpersteine deines Lebens zu Diamanten. Wenn du bereit bist, deine Handlung anzuschauen, die Verantwortung dafür zu übernehmen und dich nicht in Ausreden zu flüchten, total passend, ja, total passend, so hilft sie dir für die Zukunft, einen Schatz zu finden, mit dem nur du etwas anfangen kannst und der dir deswegen auch nicht weggenommen werden kann. Auf diese Weise weckt sie in dir Ausdauer, Wohlwollen, Geborgenheit und Ruhe auf deinem Weg zur inneren Reife. Wow. Heute gehen wir in die Gruppe der Hörnertiere. Das Wisent, Sprecher deiner Seele. In der einzigartigen Wildnis der Urwälder des Rothaargebirges lebt die einzige noch lebende Wiesenterde. Deutschlands Könige der Deutschlands Könige der magischen Wildnis. Geheimnisvoll, paradiesisch, magisch und einzigartig. Nur wer früh aufsteht und dem Geist ihrer Ursprünglichkeit folgt, entdeckt sie, die Wisente. Wie Wesen aus einer anderen Welt suchen sie den Kontakt mit deiner Seele. Ihre vitale Lebenskraft und ihr unstillbarer Hunger nach der Energie des Lebens helfen dir in Momenten der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Sie schenken dir Heimat, Harmonie und Geborgenheit. Sie führen deine Seele in die Bahnen des Glücks und verbinden sie mit dem Geist der Schöpfung.
Nummer 2. Wir haben den Habicht. Ratgeber in dunklen Momenten. Seine herausragende Intelligenz und edle Erscheinung verschafften dem Habicht höchstes Ansehen und nicht selten wurde er zum Symbol eines Königreiches auserkoren. Es gelingt ihm, dich von den Zwängen der modernen Zivilisation zu lösen und ganz zu dir zu kommen. Doch lässt er in dir die Erkenntnis reifen, dass Probleme sich nicht durch Rückzug lösen lassen. Seine einzigartige Ausstrahlung lehrt dich, auf der Suche nach dem wahren Leben Trost und Kraft in der Natur zu suchen. Noch 2. Selbst die ganze Zeit wie so ein Schmetterling transformierst, ja, wo du raus möchtest.
bis du natürlich ein Schmetterling bist. Aber dafür muss es erstmal diese etlichen Transformationen überstehen, um sich selbst hier neu zu finden und zu erkennen, wer bin ich, was will ich. Natürlich Freiheit, ja. Ihr dürft nicht vergessen, wir könnten das schon fast als Kraft hier habe ich nehmen, mit sehr viel Weisheit. Verwechsel das bitte nicht, dass du hier ein dummer Mensch bist, der hier gerade an den Anfängen steht, etwas zu erlernen, sondern du hast die Weisheit auf der einen Seite und die erdige Energie auf der anderen Seite, aber alles mit einer Portion Frische, Leichtigkeit, ja, du lässt dich fast verleiten, wie ein Kind nimmst du das an. Zu guter Letzt haben wir hier, ja, entweder hast du dich selbst sehr oft belogen in Sachen On-Off-Prozesse. Du hast hier irgendwo gewartet, ob es doch besser werden könnte. Dann wurdest du wieder eines Besseren belehrt. Es war nicht so. Es war hier ein Hin und Her in deinem Leben davor oder bis jetzt. Trugschlüsse. Man hat versucht, dir Wahrheiten zu unterbinden. Man hat sie nicht ausgesprochen. Vielleicht steckst du bei 7 der Schwerter auch drin und sagst dir selbst, ich habe mir etwas vorgemacht. Ich habe mir etwas vorgegaukelt, ja. Dieses Hin und Her verschaukeln in jeglicher Art und Form war letzten Endes auch das, was du wahrscheinlich schon sehr früh gemerkt hast und wusstest. Aber du hast natürlich gehofft, dass sich das zum Besseren verändert. Aber du hast keine Lust mehr, mit diesen Lügen und mit diesen Schwierigkeiten dich abzugeben und zu leben. Lieber nimmst du es wirklich in Kauf, schnappst dir die ganzen Sachen, die hier passiert sind und lässt sie nicht mehr los. Du möchtest diese nicht mehr in deinem Leben dran teilhaben lassen. Du arbeitest das sozusagen ab, ja. Dieses Hin und Her möchtest du nicht mehr. Du brauchst die Freiheit in einer Konstante. Und natürlich, was war der passende Schlüssel? Hin und her, die Zweifel, mache ich es richtig, gehe ich wieder zurück, bleibe ich da, kommt Veränderung und du merkst einfach mit jedem Warten, mit jedem Stop and Go, wie im Stau, ja, bist du fast irre geworden mit 7 der Schwerter und das ist für mich eine sehr schöne Energie, die dir hier bestätigt, wenn du jetzt hier die Grenzen nicht überschreitest. Dann wirst du hier wahrscheinlich noch eine Weile zu tun haben. Natürlich wirst du das irgendwann erkennen. Aber es ist ja immer besser spät als nie. Nur wenn du jetzt die Zügel in die Hand nimmst und bereit bist, jetzt schon die Grenze zu überschreiten, dann hast du natürlich auch viel mehr von dieser Lebenssituation oder von deiner Lebensfreude. Weil sie dir unheimlich viel Energie und Gefühl
zurückgebracht hat als Page der Stäbe. Du hattest ja vorhin den Pagen der Münzen und als Ritter der Münzen ist das wie so eine Weiterentwicklung. Du verfestigst das Ganze noch. Natürlich könnten ja auch Botschaften oder Nachrichten mit irgendwelchen Menschen stattfinden, ja, die dir unheimlich viel geben. Da könnten Ratschläge bei sein, Liebesbotschaften, neue Erkundungen. Aber das gibt dir die Kraft, um deinen Pagen der Münzen weiter wachsen zu lassen, ja. Du lässt dich hier irgendwo nicht aufhalten, ja. Du möchtest, dass hier etwas ins Große rübergeht. Du hast an irgendetwas Neuem Gefallen gefunden und wirst das versuchen zu halten. Es könnte auch dafür stehen, dass du hier tatsächlich irgendwo ganz, ganz neu anfängst. Umzüge ist bei den wenigsten, aber dass du hier wirklich Bereiche antrittst, die für dich absolutes Neuland vorher waren, ja. Wir haben noch 9 der Stäbe, wir haben Ritter der Kelche und wir haben 9 der Schwerter. Tja, alles hat man dir oder hast du, ich sag's mal vorsichtig, wir können ja nicht immer deinem Gegenüber die Schuld geben, wenn du hier zum Beispiel Prozesse hast, die dir wirklich sehr wehgetan haben, ja, durch eine Liebe, Familie, Freundschaft, wie auch immer, Arbeitskollegen. Aber das Bild zeigt, egal ob du von links und rechts umzingelt bist, mit deiner Liebe, mit deinem Gefühl zu dir selbst, hast du hier eine Schwerelosigkeit entwickelt, die dich nicht aufhalten kann, weder bei 9 der Stäbe noch 9 der Schwerter. Du hast es gelernt, mit diesen Sachen umzugehen. Vor allen Dingen hast du es hier gelernt, diese Sachen viel, viel schneller zu erkennen, weil du dein Gefühl und deine Emotionen für dich selbst walten lässt, weil du weißt, wer du bist und was du haben möchtest. Dadurch lebt es sich leichter. Ja, Ritter der Kelche hat dir die Flügel auch auf. Es lebt sich einfach leichter, schwereloser, wenn du dich auf 9 der Schwerter und 9 der Stäbe nicht mehr einlässt oder damit konfrontieren wirst. Super schön. Wir gehen zum Schluss mit den Kipperkarten rein. Habt ihr gesehen? Haus. Es geht hier um deine Freiheit. Du hast den Schlüssel. Du kannst gehen, wann du möchtest, ja? Du bist hier nirgendwo eingesperrt. Du hast den Ausgang entwickelt für dich. Du kannst gehen, wohin du möchtest. Du kannst Bereiche besuchen, die du möchtest. Wichtig ist, dass du immer deine eigene Sicherheit hast. Die Hülle zu dir selbst nicht vergessen. Ja, dein Ansehen, so wie du dich hübsch findest, so wie du dich wohlfühlst, das ist deine Hülle. Alles andere ist dein Zugriff. Du bestimmst, wer einen Hausschlüssel dafür bekommt, dein Inneres zu sehen, ja. Übrigens auch, lasst nicht jeden sofort in eure Wohnung, weil das ist wirklich eure Seele, ja. Ihr lasst ja in dem Moment wirklich oftmals sehr schwierige Energien in euer Haus, vielleicht viel zu schnell. Es geht hier generell um die Sicherheit, dass du dich hier nicht einsperren musst, sondern ganz egal, für was du das überträgst, du bist ein Freiheitsmensch. Trotz Liebe, ja. Liebe bedeutet nicht Freiheit passé. Ich guck mal gleich ins Unterdeck, was gerade abläuft aktuell, wenn du diese Legung guckst. Ein Geschenk bekommen, auch so schön. Es hat sich gelohnt, ja. Also wenn du dran festhältst und wenn sich hier etwas entwickelt, wo du vom Pagen der Münzen zum Ritter der Münzen wirst und wo du merkst, genau das ist es. Du bekommst dort immer mehr Bewegung rein und auch Gefallen an diesem neuen Bereich oder zu dir selbst, wird das hier deine Belohnung werden, ob als irdischer, ja, also als Mensch, dass hier jemand reinkommt, Überraschung kommt, immer als Überraschung, ungeplant, ein Geschenk bekommst du als definitiv für deine ganze Ausdauer und für deine ganze Geduld, für die ganzen Prozesse. Es ist auch mutig, Prozesse anzunehmen und auch für sich zu verstehen, wo möchte ich hin. Für deine Offenheit wieder zu dir. Alles wird dir ins Positive gelenkt für eine Zeit. Wir können uns natürlich von negativen Sachen nicht freisprechen, ist ganz klar, ne? Aber das Größte ist geschafft, ja. Mit der 17 Quersumme 8 ist das auch wieder die Stärke im Tarot.
Löwenenergie, ja. Sehr schön. Also, es funktioniert, es fruchtet im Unterdeck. So, pass auf, dann haben wir hier noch was Schönes. Eine falsche Person, die in Verbindung mit der Sicherheit zum Haus, ja. Jetzt bitte mal hier drauf achten, wer hatte den Schlüssel zu dir? Wer hat dir die Sicherheit hier entnommen, geklaut? Welche Person passt hier einfach nicht in deine Umgebung, in deine Sicherheit rein? Ja, auf wen musst du aufpassen? Wer hat versucht, es dir zu zerstören? Wer hatte vielleicht zu früh den Schlüssel von dir? Und das ist ein Eindringen einer falschen Energie. Und dieser Person oder diesem Menschen hast du bereits schon oder wirst du die Offenheit zu deiner Person selbst erkennbar machen, ja? Die Frage stellt sich nicht mehr, wer du bist, was du nötig hast, wen du nötig hast. Die falsche Person wird sich selbst aussortieren oder sabotiert sich selber, je nachdem, vielleicht ist der Prozess schon passiert. Du denkst bitte nur noch an deine Sicherheit, an deinen eigenen Schutz. Grenze mit Zaun, noch mal ein Stück weiter vorsetzen. Diese falsche Person wirst du erkennen, hast du schon erkannt, je nachdem, ja. Und das ist dein Schutz vor den nächsten falschen Personen, die hier reinkommen könnten. Du riechst sie schon. Du wirst sie durch den ganzen Prozess mit den Grenzen überschreiten hier erkennen, weil du diese Menschen nicht mehr anziehen kannst, weil du den passenden Schlüssel hast. Das zu leben, was du für dich fühlst, in uneingeschränkter Art und Weise. Und das verhilft falschen Personen nicht. Das ist so eine Art, die haben keine Chance, dich zu manipulieren oder dir irgendetwas reinzupflanzen in deinen Garten, ja. Abstand vor diesen Menschen nehmen. Hier haben wir auch wieder die Stärke drin und die Stärke hattest du gerade mit der 17 im Unterdeck mit dem Geschenk bekommen. Da haben wir wieder die 8 in der Entwicklung. Die Stärke ist es einfach, ja. Du wächst hier an unheimlicher Stärke und schaffst es auch, diese falschen Personen in, ja, zum Himalaya zu schicken, sagen wir es mal so. Die werden keinen Spaß mehr an deiner Person haben, weil du bist einfach du, ja. Es stellt sich nicht die Frage. Du bist einfach mutiger, du bist einfach du. Du kennst die Prozesse, du willst Freiheit. Du willst nicht Uneingeschränktheit leben. Du willst dir nicht Gedanken machen, wie kommt was an? Möchte derjenige etwas Böses oder ist er gut zu mir? Wenn du in Freiheit gelernt hast zu leben, riechst du das und darfst deine Impulse und dein Bauchgefühl, dein Schutz, gibt dir die Antworten auf deine Fragen. Aber sowas von schnell, da brauchst du gar keine Angst zu haben. Jemand, der dich liebt, der wird dich nicht verletzen. Jedenfalls nicht beabsichtigt, ja. Ihr Lieben, wir sind durch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag noch. Für euch natürlich ganz viele Glücksblasen. Wie ist das eigentlich am Mikrofon? Timo, sag mal was. Wie hören sich die Blasen denn an dem Mikrofon an? Ich habe noch nicht so richtig darauf geachtet. Ich glaube, über Kopfhörer kommt es extrem, besser rüber, intensiver rüber. Oh, das war's. Ihr Lieben, habt einen schönen Restsonntag, wann immer ihr das Video guckt. Und behaltet euch die Legung für euch. Das ist euer. Ihr macht euch selber ein Geschenk mit der Stärke, kann man so sagen, ja. Und es werden natürlich Personen dann nur noch kommen, die eure Stärke auch wertschätzen als Geschenk. Macht's gut, ihr Lieben.